One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Du bist der allerletzte Dreck, weißt du das? Müll bist du. Ich werde dafür sorgen, dass du... Weg. Geht's noch lauter? Ihr habt doch einen Schuss! Was machen Sie denn da? Suche meinen Mann. Im Müll? Und du musst mir helfen. Und sowas trinkst du? Na, warum nicht? Pures Gift. Nimm besser Ingwer. Hm. Ingwer ist für alles gut. Kreislauf, Verdauung, Potenz. Prima. Wie jetzt? Es war der Beuteltee nicht gut genug und jetzt... Als Blumendünger reicht sowas. Aha. Frau... Nix Frau. Einfach Elena. Also gut, Elena. Warum suchen Sie Ihren Mann ausgerechnet im Müll? Ex-Mann. Dass sich jemand um seinen Ex sorgt, kommt ja nicht so oft vor. Ex heißt nicht automatisch Monster. Hm. Weil er bei der Müllabfuhr arbeitet. Also natürlich habe ich nicht ihn im Müll gesucht. Thomas wollte mir irgendwas Wichtiges sagen. Hier. Gestern Nacht wollte er noch vorbeikommen. Wenn ich kam, war Thomas. Mhm. Die ganze Nacht warte ich auf ihn und er kommt nicht. Dabei ist er so ein Überkorrekter. Hallo Elli, ich muss dir was sehr Wichtiges sagen. Leider eine böse Überraschung. Aber nur unter vier Augen. Es geht um die Familie. Es ist eine üble Schweinerei im Gange. Ich komme bei dir vorbei, kurz Thomas. Ich bin mir sicher, dass da was passiert sein muss. Warum rufen Sie nicht einfach an? Hat er kein Telefon? Klar, alles. Festnetz-Handy. Aber ich habe keins, weil ich keins brauche. Jetzt anscheinend schon. Sie können meins nehmen. Ich weiß auch so, dass was passiert ist. Vielleicht musst du eine Sonderschicht fahren. Waren Sie schon an seinem Arbeitsplatz? Das ist es ja gerade. Den traue ich erst recht nicht. Ich glaube, über die hat Thomas ja was rausgefunden. Aber hier schreibt er doch über die Familie. Ja, eben. So haben wir seine Kollegen immer genannt. Die Familie. Morgen! Hallo, Ecki. Oh Mann, ich brauche einen Kaffee. Niemand braucht Kaffee. Was ist das denn? Elli. Für euch immer noch Elena. Klaska! Ja, was los? Da ist was drin, Mann. Natürlich ist da was drin. Und? Ich glaube, ich muss mal telefonieren. Sie leben also ganz ohne Geld? Spart einem eine Menge Ärger. Ohne Geld weniger Ärger?
Das wäre mir neu. Ich baue mir Gemüse und Obst an. Den Rest finde ich in der Tonne. Und ich kann auch eine ganze Menge Sachen. Ich mache das schon 7 Jahre, kein Problem. Aber Sie brauchen doch ein Dach über dem Kopf. Habe ich. Sogar mit Garten. Wo wollt ihr denn mit mir hin? Sie sollten eine Vermisstenanzeige aufgeben. Zumal Sie kein Geld für einen Privatdetektiv haben. Die Polizei? Bin ich wahnsinnig? Da glaubt mir doch keiner irgendwas. Für die bin ich doch die Spinnerin, die aus dem Müll lebt. Sind Sie bekannt bei der Polizei? Na, Logo. Dass mich mal wieder einer angezeigt hat, weil ich Containern war. Also mir Essen aus dem Müll geholt habe, ja? Was noch astrein war. Aber die wollen das wegwerfen, kurbelt den Konsum an. Solche wie ich sind da Störenfriede. Dann fahren wir Sie eben nach Hause. Vielleicht ist Ihr Ex ja da aufgetaucht. Der kann Sie ja nicht erreichen, Sie haben ja kein Telefon. Wir spüren uns. Und ich habe kein gutes Gefühl. Weil jetzt spüre ich nichts. Wir spüren uns. Ein Müllmann im Müll. Öfter mal was Neues. Sieht gar nicht aus wie ein Müllmann. Der hatte doch gestern seinen freien Tag schon vergessen. Hier stinkt etwas gewaltig. Da sehe ich eine klare Handschrift. Tatsächlich, so schnell. Aber sicher, Müll ist ein dreckiges Geschäft. Read my lips. Maffei? Mafia. Oh. Da waren Profis am Werk. Ich habe meine Quellen im Internet. Die Mafia hat eine Website? Ob das hier Profis am Werk sind, was, Overbeck? Kümmern sich um die Spurensicherung. Können wir den jetzt ran? Ja, ja. Tag. Hallo. Wer von Ihnen hat denn mit Herrn Warnetzky? Danke, Warnetzky zusammengearbeitet. Wir alle irgendwie so im Wechsel. Aha. Waren Sie mit ihm befreundet? Er war ein Kollege. Kollege heißt nicht Freund. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir uns Spinnefeind waren oder so. Okay. Also sonderlich beliebt war der Kollege nicht bei Ihnen. So schlimm war es nicht. Uni war die Arbeit angenehmer, stressfrei. Der Thomas war eben ein hundertprozentiger. 150-prozentiger. Hatte er Anverwandte, Familie, irgendwie sowas in der Richtung? Eine Frau hatte der, also eine Ex-Frau. Aber die hat auch nicht alle Latten am Zaun. Wie leben Sie? Solange, bis Sie mich rausschmeißen. Oh. Weil ich ja nichts zahle. Aber die wollen das ja alles sowieso platt machen. Wer sind denn die? Die Geldzombies. Mhm. Ist ja doch jemand da. Herr Warnetzky! Nein, das ist er doch nicht. Das ist mein Micha. Aha. Hey, Micha. Das sind Ecki und Georg. Aha. Hallo. Hast du wieder eingepennt beim Meditieren? Bloß mein Fuß. Thomas ist verschwunden. Wer? Ihr Mann. Ex-Mann. Naja. Ah ja. Gut, ich mach uns mal einen Ingwer-Tee. Bist ein Schatz. Oh. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Ah ja, das musste ja so kommen. Was musste so kommen? Na, das mit Thomas. Warum arbeitet er auch für diese vom Großkapital ferngesteuerten Pseudoökologen? Sie meinen Münstermüll? Natürlich meine ich Münstermüll. Die waren plötzlich da und haben im Handstreich die gesamte Abfallwirtschaft der Stadt übernommen. Mhm. Und nun frage ich dich, wie haben die das wohl gemacht? Na und wie? Na, die waren die billigsten. Aber nun frage ich dich, wie können die die billigsten sein? Und wie? Und weg ist der Dreck. Sie meinen, die entsorgen den Müll nicht sachgerecht. Der war gut. Du bist richtig witzig. Ja. Wir sollten mal gehen, oder? Ja. Glauben Sie denn, dass Elenas Mann... Ex-Mann.
Elenas Ex-Mann ist den Praktiken dieser Firma auf die Spur gekommen. Sind Sie Elena Warnetzki? Ja. Ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Name ist... Ich rede nicht mit der Polizei. Es geht um Ihren Mann. Thomas Warnetzki ist doch Ihr Ehemann. Ja, der Mensch meines Lebens. Aber wir gehen unserer Wege schon lange. Immerhin heißen Sie noch Warnetzki. Na und? Soll ich den blöden Namen Hausner wieder annehmen? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Darf ich vielleicht zu Ihnen reinkommen? Niemals. Polizei kommt mir nicht rein. Ihm ist was passiert. Ihr Mann, Ihr Ex-Mann, wurde heute früh tot aufgefunden. Hast du gehört? Ja. Der ist wirklich tot. Ja? Wir können Ihnen Hilfe zukommen lassen, falls Sie Beistand brauchen. Nein. Gehen Sie bitte. Gut. Ich lasse Sie jetzt in Ruhe, aber wir werden noch einmal miteinander reden müssen. Ich muss gar nichts. Oder brauchen Sie mein Alibi oder was? Nein, noch nicht. Dann gehen Sie jetzt. Boah, ist das ekelhaft hier. Jo, es hat sich festgesetzt. Kriegt man keinen Grund mehr rein. Also, Sie schieben die vollen Tonnen und Container abends raus. Und wenn die Müllabfuhr Sie morgens geleert hat, dann schieben Sie sie wieder rein, so wie jetzt hier. Jo. Und ist Ihnen irgendwas dabei aufgefallen, als Sie die Container gestern rausgeschoben haben? Also Blut, ein besonderes Gewicht? Nee. Und die Container standen die ganze Nacht über draußen? Jo. Aber... Ja? Dieser Container, der ist nicht von hier. Wie? Nicht von hier? Naja. Dieser Container hat einen grünen Deckel. Wir haben aber hier im Haus nur welche mit schwarzen Deckeln. Der ist nicht von hier? Nee. Wo ist er dann her? Keine Ahnung, aber nicht von hier. Kann ich jetzt gehen? Hier stinkt's. Ja, ja, ist in Ordnung. Nicht von hier. Hey. Hallo? Hey! Aufwachen! Hey! Jo, die Tür klemmt manchmal ein bisschen. Was weißt du über diese Firma, Münstermüll? Na, ganzen seit ein paar Jahren die städtische Müllabfuhr und haben die noch schon viele private Kunden weggenommen. Ich hab da auch schon angerufen, musste meinen Keller ausräumen, ja? Am selben Tag waren die da. Ratzfatz war der Keller leer, aber gekostet hat es fast gar nichts. Und steuerlich? Steuern zahlen die immer korrekt. Ach ja, und sie machen auf super modern, super jung, super öko. Also alles super cool. Aber leider auch die lautesten Müllmänner. Vor Sonnenaufgang. Wo sitzen die denn? In Hiltrup. Aber ich habe jetzt Dienst. Ecki, Außendienst. Mein Name ist... Polizei, nicht wahr? Kommen Sie wegen dieser schrecklichen Sache? Genau. Gehen Sie nur durch ins Büro der Chefin. Oben ganz hinten links. Danke. Was machst du denn hier? Alex? Ich arbeite hier. Bei der Müllabfuhr? Als Anwältin? Anwältin? Verlerne ich schon nicht. Das ist wie Radfahren. Aha. Außerdem muss man heutzutage ein bisschen flexibel sein, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Ah, Geschäftsführung. Nee, ich bin seit ein paar Tagen Pressesprecherin. Ach was? Und Rechtsabteilung. Ach, sowieso. Und Personalabteilung. Ah. Und in der Probezeit. Also, was wollt ihr hier? Ah, ihr seid wegen dem toten Kollegen im Müll hier. Ja? Ja, selbstverständlich. Ich melde mich. Mhm. Wiederhören. Alex, wir müssen uns irgendwas für die Presse überlegen. Die wühlen sonst überall rum. Dieser arme Thomas.
Sind Sie von der Polizei? Ich habe gerade mit der Polizei telefoniert. Nein, das sind Sie nicht. Das ist Georg Wilsberg, mein... Professor. Juristische Fakultät der Universität Münster. Frau Holtkamp war meine beste Studentin. Ich wollte Sie eigentlich überreden, doch noch zu promovieren. Über das Thema Haftung bei beruflicher Resozialisation von Gewalttätern im Entsorgungsbereich. Aha, Frau Dr. Müll, was es nicht alles gibt. Ja, nicht wahr? Nur leider habe ich gerade für sowas gar keine Zeit, unter anderem wegen diesem Job hier. Ja, ich bin auch gar nicht wegen Frau Holtkamp hier, wir haben uns hier nur zufällig getroffen. Ich bin hier wegen ihm. Ich kümmere mich ehrenamtlich um entlassene Strafgefangene. Vor allem um solche, die nach langjähriger Haftzeit doch noch eine kleine Chance zur gesellschaftlichen Reintegration haben. Im Rahmen unseres Tandem-Programms wird ein entlassener Häftling zusammen mit seinem Betreuer in einen Betrieb geschickt. Tandem? Mein Schützling hat wegen seiner Dummheit sehr büßen müssen. Er weiß das und er will es nun besser machen. Aber was können wir da jetzt tun? Ja, Sie wurden mir vom Oberbürgermeister empfohlen als ein junges, innovatives und sozial sehr engagiertes Unternehmen. Vom Bürgermeister? Ober. Oberbürgermeister? Ja. Ja, also wir sehen uns schon so, aber... Ja, leider haben wir gar keine Stellen in der Verwaltung frei. Schon mal gar nicht Verwaltung? Wer redet denn von Verwaltung? Der Mann muss auf die Straße. Harte, körperliche Arbeit, frische Luft. Obwohl, eigentlich... Also durch unglückliche Umstände, wir hätten da schon noch Kapazitäten für so ein Projekt. Oder? Was hat er denn ausgefressen? Wie ist sein Name? Uppenkamp. Vorname Eckhardt. Darüber soll nicht geredet werden. Diskretion ist ein Grundpfeiler des Tandem-Projekts. Und die Leute haben ja schon genug Vorurteile wegen sowas. Ja, verstehe. Natürlich. Ich würde mich persönlich um Herrn Uppenkamp kümmern. Das heißt, wir beide würden kostenfrei für Sie arbeiten und Sie hätten gar kein Risiko. Tandem-Programm? Ja. Ja, also wir bei Münstermüll sind immer offen für innovative soziale Projekte. Und das wäre auch ganz gute PR für uns. Also gerade jetzt. Was soll denn das? Du kannst mich doch da nicht als durchgeknallt hinstellen. Hab ich doch gar nicht. Klar, die denken jetzt, ich bin Schwerverbrecher. Quatsch. Aber wenn wir rausfinden wollen, ob hier was stinkt, dann müssen wir an der Basis anfangen. An der Müllfront, ganz unten. Da kriegt man am meisten mit. Und Alex könnte uns aus der Verwaltung zuarbeiten. Weißt du, was ich als Kind immer werden wollte? Müllmann. Na dann. Ich denke, wir sollten eine Erklärung an die Presse rausgeben, dass unser Unternehmen und so weiter über den schrecklichen Verlust. Frau Meinecke? Overbeck, Kripo Münster. Frau Holtkamp, was machen Sie denn hier? Ach was. Den Herrn von der Kripo kennst du auch? Ja, ich bin eben gut vernetzt. Ja, dann kommen Sie doch mit. Wir wissen noch nicht, wie Ihr Mitarbeiter gestorben ist. Sicher ist, er hatte ein gebrochenes Genick, sehr schwere Verletzungen am ganzen Körper. Wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Oh Gott, das ist schrecklich. Aber er hat sich nicht umgebracht, oder? Könnten Sie sich das vorstellen? Naja, er war jetzt kein einfacher Mensch. Aber Selbstmord, das passt nicht. Wenn man so ein leidenschaftlicher Saubermann stand jede Woche wegen irgendetwas im Personalbüro, oder? Ja, also seitdem ich da bin, hat er jeden Tag eine Menge Vorschläge. Einsparungen, Verbesserungen, Klagen über schlampig arbeitende Kollegen, sogar über Kunden. Sie ist wirklich nichts entgangen. So jemand ist unbequem, was? Kenne ich. Solche Kollegen sind natürlich sehr wertvoll für uns. Schließlich sind wir darauf angewiesen, dass alle mitdenken, nicht? Aber er hat genervt ohne Ende? Wollte sich vielleicht den Umweltbehörden melden? Oder ist auf irgendeine Schweinerei gestoßen? Entschuldigung, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Herr Wanetzki war mit Leib und Seele bei uns. Tja. Jetzt liegt er mit Leib und ohne Seele in einem ihrer Müllcontainer. Aber wie geht's noch? Jedenfalls brauche ich den Dienstplan der letzten Woche von Ihnen. Gerne. Kümmerst du dich drum? Klar. Entschuldigen Sie mich. Vorsicht. Wer sich mit der Mafia ins Bett legt, wacht mit einem Pferdekopf wieder auf.
Na? Frau Wanetzki? Du störst meinen Yogaschlaf. Ich war spazieren. An der Grenze meines Körpers. Thomas hätte ein Heiliger sein können. Er war ein Heiliger. Er hätte Architekt werden können oder Bundeskanzler. Aber nee, er wurde Müllmann. Er sah seine Mission darin, den Dreck der Welt wegzumachen. Weißt du, warum wir uns schließlich getrennt haben? Nee. Weil er mir zu radikal war. Er war Ihnen zu radikal? Ja. Er duldete keine Schwächen, keine kleinen Lügen, keine Grauzonen. Ich war zu schwach für ihn. Ein Heiliger auf einer Mission. So einer wird ja gern mal gekreuzigt. Ja, er hat sich mit allen angelegt. Tja, dann suche ich wohl die Nadel im Müllhaufen. Danke, dass du mir hilfst, Georg. Ich habe ja sonst niemanden. Ja, Sie haben ja Micha. Ach, Micha. Das ist so lebensfremd. Abgebrochenes Soziologie- und Psychologiestudium, abgebrochene Ausbildung, alles abgebrochen. Das ist mir praktisch zugelaufen. Um den muss ich mich kümmern, nicht andersrum. Ihr Ex-Mann, wo wohnt er denn? Also, wo hat er gewohnt? Hallo? Solche Sexspielchen sind in deinem Alter gefährlich. Hast du das Polizeisiegel aufgebrochen? Und was hast du eigentlich schon wieder in diesem Fall zu tun? Du hast was gut bei mir, Anna. Den Satz höre ich zum ersten Mal. Zum ersten Mal in 20 Jahren. Eine Einladung zum Essen und eine Erklärung. Es geht um die Familie. Das ist eine üble Schweinerei im Gange. Ich komme bei dir vorbei. Kuss, Thomas. Hattet ihr die Wohnung schon durchsucht? Ja, aber nur oberflächlich. Morgen wollten wir jedes Blatt umdrehen. Ja. Dann werdet ihr nichts mehr finden. Der Typ, der mich eingetütet hat, ist euch zuvor gekommen.
Aber es könnte doch auch ein Unfall gewesen sein. Die Obduktion hat ergeben, dass Vanetzki aus großer Höhe gefallen sein muss. Also dritter, vierter Stock, vielleicht auch höher. Aber ist doch bestimmt nicht in eine offene Mülltonne gestürzt und dann vor ein anderes Haus gerollt. Ja, ja. Wir werden jedes Haus und jede Mülltonne im Umkreis von 2 Kilometern untersuchen. Overbeck? Ja. Wenn er nicht gerade seinen Mafia-Geschichten aus dem Internet hinterher rennt. Vielleicht liegt er ja gar nicht so falsch. Die bisher einzige Spur führt zum Münstermüll. Da ist Vanetzki angeeckt, das sagen alle. Wir müssen unbedingt... Wir müssen gar nichts. Du, ja? Das war doch sehr freundlich von mir, dass ich dich einbezogen habe, oder? Aber jetzt hörst du den Satz, den du schon oft gehört hast. Halt dich aus den Ermittlungen raus. Geht nicht. Ich habe eine Klientin. Elena Vanetzki? Genau. Echt? Ja. Du musst zugeben, die hat eine an der Waffe. Nicht mehr als andere. Und sie redet nicht mit der Polizei, sie redet nur mit mir. Du brauchst mich, um an sie ranzukommen. Träum weiter. Ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Hast du früher gern bei der Mörderjagd geholfen? Hier gibt's aber nichts zu jagen, weil es hier keine Mörder gibt. Außerdem helfe ich dir, indem ich meiner Chefin von euch nichts erzähle. Könnte mich meinen Job kosten. Cool. Kindheitstraum. Tag! Und wer von euch beiden Figuren ist jetzt der Schwerverbrecher? Und die scheiß Idee kommt von der Chefin, oder wie? Ja, Frau Meinecke meint das. Frau Meinecke meinte am Arsch. Wir brauchen einen vollwertigen Ersatz für Vanetzki und nicht diese beiden Flachpfeifen hier. Was ist los? Also, wenn das nicht funktioniert, Herr Klaschka, dann ist das Experiment morgen natürlich sofort wieder beendet. Nicht wahr, Herr Professor? Ich bin sicher, wir werden beste Freunde. Mhm. Deswegen hast du ihn gesessen. Schnitzelklopfer, Edelstahl, alle Vorderzähne weg. Aber da war der Schädel schon Brei. Hm. Bist ein ganz harter, ja? Nö. Ich bin eigentlich total lieb. Außer jemand geht mir richtig auf den Zünder. Dann sehe ich rot. Dann zeig mal, was du drauf hast, Gangster. Na los, Leute, ran! Geht so ein bisschen schneller? Eigentlich ist hier noch Platz für 3. Ist gut jetzt. Mal langsam. Hat Spaß gemacht? War ein bisschen ruppig, wa? Da mussten wir alle mal durch. Mach dir nichts draus. Sogar der Vanetzki hat das gemacht. Na komm. Los, komm.
Einmal bringen? Ich komme mir spanisch vor, die zwei Beine. Lasst euch nur in Ordnung, die Jungs. Sind in Ordnung, sagst du? Gestern Nacht macht unser Super Wanetski einen Absprung und jetzt sind diese beiden Figuren hier? Wanetski, davon habe ich auch gehört. Haben Sie Ihren Kollegen nicht im Müll gefunden, tot? Sag mal, rede ich mit dir oder rede ich mit meinem Kumpel hier? Ali, alles frisch? Eine kleine Stadtrundfahrt gefällig? Riecht mir zu streng da drin, aber kannst du mir einen kleinen Gefallen tun bei mir? Alles, was du willst. Pass auf, dass dir nicht die Augen ausfahren. Wir sehen uns gleich. Ecke Greven da. Ist eh zu voll. Hey. Wolltest du was sagen, oder? Nö. Nee. Ja, dann ist ja gut. Bleib dabei. Moment, Frau Hausner, ich notiere. Ja. Okay. Alles im Lack. Guti, bis morgen. Könige der Straße. Zwei, drei parken, solange man will. Da machen, so viel man will, aber den Leuten ihren Dreck wegmachen. Wir sind Könige der Straße. Wir? Die meine ich natürlich. Über Wanetski reden die kein Wort. Klaschka hat sie alle im Griff. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie so ein sauberer Mann wie der Wanetski mit denen gearbeitet hat. Übrigens, da laufen einige Geschäfte nebenbei. Vielleicht war Wanetski wirklich der Störfaktor. Also nicht so bei den kleinen Deals des Alltags, aber bei einer größeren Sache. Ach, Mord passt nicht zu denen. Ali denkt nur an Frauen und dieser Brettschneider ist viel zu dröge für sowas. Kannst du mir mal ein Handy leihen? Wiedersehen macht Freude. Ich wollte noch mal sehen, wie sich der Chef selbst anfühlt. Ah ja? Ich zeig dir gleich, wie sich das anfühlt, wenn du das normal machst. Keine Sorge, so gut ist das Gefühl nun auch wieder nicht. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass mein Schützling, der Herr Uppenkamp, keinen Schutz mehr braucht und Sie vor ihm ja auch nicht. Sie kommen ja gut miteinander klar und ich sitze hier nur rum. Das heißt, ich lasse ihn in guten Händen zurück und nehme auch keinen Platz mehr weg. Seh zu, dass du Land gewinnst. Halt die Augen offen. Was? Und du? Und mein Handy? Was gibt's, Uwebeck? Sind wir weiter in der Bestimmung des Tatortes? Wie? Ach so, nein. Langwierige Suche. Vielleicht vergeblich. Aber hier, hören Sie mal.
Ich muss dir was sehr Wichtiges sagen. Leider eine böse Überraschung. Es geht um die Familie. Es ist eine üble Schweinerei im Gange. Ja, und ich kenne den Text. Haben Sie denn nicht gehört? Die Familie. Es geht um die Familie, hat er gesagt. La Familia. Ach, Overbeck. Ich bin sicher, wir haben es hier mit der Camorra zu tun. Das Müllgeschäft ist fest in deren Hand und wir merken es nicht einmal. Aber wir sind doch nicht in Neapel. Ja, noch nicht. Wir müssen wachsam sein. Wussten Sie, dass die Chefin von Münstermüll, Isabel Meinecke, eine halbe Italienerin ist? Overbeck, es wäre schön, wenn wir endlich wüssten, wo und wie Thomas Vanetzky zu Tode gekommen ist. Ach, die haben doch sicher alles schon perfekt vertuscht. Das sind doch Profis. Und mit Familie meint dieser arme Mann ja ganz offensichtlich seine Ex-Frau. Ich sollte da noch mal hinfahren. Vielleicht redet dieses verrückte Menschenkind ja doch mit uns. Hm? Omerta. Das Gesetz des Schweigens. Hausner? Hallo, Frau Hausner, Klaschka hier. Klaschka, Sie klingen so anders. Naja, ich habe was im Hals wegen der staubigen Arbeit. Sagen Sie mal, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Der Job morgen um 22.30 Uhr. Wo war der noch? Sie wissen nicht mehr die Adresse von der alten Lackfabrik? Hessenweg. Ah ja, genau. Ich habe was durcheinander gekriegt auf meinen Zettel, wissen Sie. Mann, ich zähle auf Sie. Alles im Lack, Frau Hausner. Mein Name ist Wilsberg. Ein Bekannter von mir hat mir gesagt, dass ich hier einen Job finden könnte. Sie haben ja nette Bekannte. Na ja. Der wollte Sie wohl auf den Arm nehmen. Hier läuft seit einem Jahr nichts mehr. Sind Sie Frau Hausner, die Besitzerin? Mein Vater ist der Besitzer. Ich führe die Geschäfte. Jetzt gehen Sie bitte. Ich habe zu tun. Haben Sie ja noch eine Menge aufzuräumen. Ja, ich mache das nicht selbst. Dafür habe ich Leute. Klar. Ich wollte ja nur meine Hilfe anbieten. Wissen Sie, die Zeiten sind hart. Ich bin für jeden Job dankbar. Ja, ja. Wenn Sie jetzt schon mal da sind, ich muss noch ein paar private Sachen von meinem Vater aus dem alten Büro holen. Da könnten Sie mir vielleicht helfen, Herr? Wilsberg, private Sachen sind meine Spezialität. Kommen Sie. Was? Du warst dort? Du bist ja wahnsinnig. Nein, wir kriegen das hin. Ja, wir müssen nur aufpassen. Ja. Oh, sind Sie soweit? Ihr Vater arbeitet wohl schon länger nicht mehr hier. Mein Vater hat genug gearbeitet. Jetzt segelt er um die Welt. Na, schönes Bild. Aber da sind Sie doch nicht, da hätten sich doch sehr verändert. Nein, meine Schwester. Und Ihre Schwester, arbeitet die auch im Unternehmen? Die ist tot. Können wir? Ja. Otto. Otto mal wieder. Also ich bringe Otto diesmal nicht zu Andi zurück. Brettschneider? Wer ist Andi? Andi ist der Ex von Moni und Moni war die Besitzerin von Otto. Andi ist oft schlecht gelaunt. Speziell, wenn wir ihm Otto wiederbringen. Weil Andi Otto eigentlich loswerden will. Deswegen finden wir Otto fast jede Woche hier. Und bringen ihn zurück. Weil wir Otto eigentlich mögen. Aber Andi mag Otto nicht. Und deswegen mag Andi uns nicht. Und wo wohnt Andi? Hier geradezu, am Fenster klopfen. Hey, wird's mal! Du, ist ja gut, gib mal Ruhe! Wir machen hier nur unseren Job, oder? Willst du mal halten? Nee, komm. Ja, also.
Hier, ihr habt euer Sexspielzeug verloren. Ganz ehrlich, Klaschke, ich mag unseren Schwerverbrecher. Vielleicht sollten wir die Chefin fragen, ob sie ihn einstellt. Bist du weich oder was? Du kennst ihn noch gar nicht. Und dann die Sache mit dem Knast. Ja, komm, als würde ich da stören. Frau Wanetzki. Ach nee, die bewaffnete Staatsmacht. Kommen Sie mich jetzt holen? Woher wissen Sie überhaupt, wo Sie mich finden? Das ist eine Kleinigkeit für uns. Überall Polizeidrohnen. Das war ein Scherz. Sie sind stadtbekannt. Ich musste nur einen Streifenpolizisten fragen, wo denn Ihre bevorzugte Shoppingroute ist. Ich muss mit Ihnen dringend darüber sprechen, was Ihr Ex-Mann Ihnen mitteilen wollte. Wir waren gestern Abend in Polizeistaat. Seiner Wohnung. Hey, lassen Sie Elena in Ruhe. Ach, sonst noch Wünsche? Faschistin. Overbeck, ich bin in einer Vernehmung. Die Vernehmung hat Zeit. Ich habe hier was Besseres. Ach, Pferdekopf im Bett, ja? Füße im Beton. Sehr witzig. Den Tatort. Sachen gleich zu Ihrem Vater bringen? Es geht nicht, das habe ich doch schon gesagt. Er schippert irgendwo durchs Mittelmeer. Wo ist er denn gerade? Keine Ahnung, irgendwo zwischen Piräus und Tanga oder Casablanca. Wie schön. Ganz allein? Ja. Aber er meldet sich doch ab und zu telefonisch. Er benutzt kein Handy. Machen Sie mal Ihre Arbeit. Bringen Sie die Sachen in mein Büro. Aha. Da rein? Ja. Blanca. Was machen Sie denn da? Lesen Sie meine Briefe? Der ist runtergefallen. Ich habe ihn aufgehoben. Gehen Sie mal weg da. Hier, für Ihre Hilfe. Es muss reichen. Ach, danke. Sie sind sehr großzügig. Jetzt gehen Sie bitte. Ja. Hier haben Sie ihn runtergeworfen. Dann haben Sie ihn von den Stufen gekratzt, in einen dieser Müllcontainer mit dem grünen Deckel gesteckt und sind vier Straßen weitergerollt zu einem anderen Haus, um den wahren Tatort zu verschleiern. Aber Sie haben einen Fehler gemacht. Denn dort haben alle Müllcontainer schwarze Deckel. Aber trotzdem. Das waren Profis. Ja. Die ersten beiden Geschosse, die können wir uns schenken. Die Verletzungen sind zu massiv. Aber ich denke, wir sollten von oben... Gemach. Ist alles schon gecheckt. Overbeck sieht Faxen über sich hinaus. Also, ich war noch nicht überall persönlich, aber ich habe hier eine Liste der Eigentümer. Das sind alles hochwertige Eigentumswohnungen. Hier. Was? Na? Ich finde, mit dem sollten wir anfangen. Vierte Etage. Italiener. Gut. Fangen Sie mit Signor Sacco an. Soll ich das SEK holen? Warum nicht die GSG 9? Meinen Sie? Ach, Overbeck. Schnappen sich zwei Kollegen. Sie schaffen das schon. Und vergessen Sie die anderen Wohnungen nicht. Schwerverbrecher, wie ist die Stimmung? Hast du dir das so vorgestellt? Der Geruch ist nicht so meins, aber ihr seid eine gute Truppe. Findest du, ja? Weißt du, der Wanetzki, der hat eh nicht so gut zu uns gepasst. Du bist ein anderes Kaliber. Aber ihn deswegen gleich auf den Müll zu werfen, ist nicht so schön, oder? Nee, also klar, Mann, das gönnt man niemanden. Friede seiner Biomasse. Wie sieht's aus bei dir? Kommst du mit auf den Absacker im Brummi? Oder musst du erstmal deine Aufpasser fahren? Hä, bin ich blöd? Klar komme ich mit. Geht mir sowieso auf den Sack mit seinem moralischen Gelaber.
Das ist unglaublich. Und was ist mit dir? Der Feierabend ist Feierabend. Mich am Arsch, echt. Aber. Na, Schwerverbrecher. Theo, ich hab da ein Problem. Mit mir? Die beiden Jungs, die wollen morgen Nacht nicht ran. Morgen Nacht? Kann ich dir vertrauen? Kleiner Nebenjob. Warum sind Ali und Brettschneider nicht mit von der Party? Ja, Termine, Termine, sagen die. Weißt du, eigentlich sind die immer dabei, wenn so kleine Sachen bei der Tour abfallen. Aber größere Sachen, da fehlt ihnen der Ehrgeiz. Und das morgen ist eine größere Sache, ja? Naja, wie meinst du, ein paar Restbestände entsorgen aus einer Fabrik für Farben und Lacke. Machst du sowas öfter? Und euer Kollege Warnetzki, der war doch so wie so ein alter Polizist. Ist dem nie was aufgefallen? Na, ist ja auch egal. Ich muss nur aufpassen, dass ich gegen meine Bewährungsauflagen nicht verstoße. Ja, das wäre ja allerdings scheiße, wenn du erwischt wirst, ne? Ja, also, nicht erwischen lassen, hm? Pass auf, es ist Arbeit für eine ganze Nacht. Nur wir beide. Morgen 10:30 geht's los, am Hessenweg. Ich hab einen Laster, der reicht für die 2 Tonnen. 2 Tonnen? Was ist los, ey? Du, okay. Solange die Quote stimmt. Logisch, Cash in the Tash. Kannst du den ganzen Datenmüll nicht einfach mal abschalten? Was machst du denn schon wieder hier? Ich liebe den fauligen Geruch von Abfall. Georg, bitte komm. Der Tag war hart. Eine Frage. Hat deine neue Firma irgendwas mit der Lackfabrik zu tun oder mit der Fabrikantenfamilie Hausner? Warum willst du das wissen? Hat sie oder hat sie nicht? Nein, leider nicht. Meine Chefin hat ihnen ein Angebot gemacht für eine umweltgerechte Entsorgung ihres Industriemülls. Die Fabrik gammelt ja wohl seit einem Jahr vor sich hin. Aber scheinbar hat sich Frau Hausner für ein billigeres Angebot entschieden. Vielleicht hat deine Chefin ja ein anderes Angebot nachgeschoben. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Wie soll das heißen? Vielleicht ist deine Chefin ja auch wirklich unschuldig. Und einer ihrer Männer macht seine eigenen schmutzigen Geschäfte. Klaschka zum Beispiel. Georg, ich sag dir eins. Münstermüll ist sauber. Ach, Alex! Wie soll ich nach Hause fahren? Genau. Na, machen Sie sich nichts draus, Overbeck. Auch wenn Ihr Sacco kein neapolitanischer Gangster ist, sondern ein Hirnchirurg aus der Schweiz, wir haben immerhin den Tatort identifiziert. Es ist definitiv die Wohnung im 3. Stock. Die KTU hat dort die DNA von Thomas Warnetzki identifiziert. 3. Stock? Die Wohnung gehört einem gewissen Ernst Hausner. Richtig. Wohnhaft in Münster, alteingesessener Fabrikant, 74 Jahre. Hausner war doch der Mädchenname dieser durchgeknallten Mülltante, oder? Er könnte die Wohnung untervermietet haben. Ich habe schon versucht, jemand bei Hausner zu erreichen, leider ohne Erfolg. Morgen. Morgen fahren wir hin. Ein alter Sack als Strohmann. Schönen Feierabend. Für die Camorra. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie wir das klären. Die erste ist, ich töte dich. Die zweite ist, ich töte dich auf eine andere Art. Ciao, Bello. Micha? Hm? Ich habe Angst. Ich beschütze dich. Trotzdem.
Ich habe ein ganz schwarzes Gefühl. Kälte. Ganz nah. Danke. Dein Einstand scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein. Ja. Ja, ist anstrengend, so ein Abend mit den Kollegen. Hm. Hast du was über Wanetzki rausgekriegt? Nicht direkt. Aber vielleicht doch. Ja, was denn? Ja, die haben da alle kleine Deals nebenbei laufen. Glaubst ja nicht, was man alles im Müll findet und verkaufen kann, aber dieser Klaschka, der Napoleon, der... Der hat doch größere Sachen am Laufen. Zum Beispiel kleine Privatentsorgung nach Feierabend. Genau. Schwer verdaulichen Müll billig und diskret verschwinden lassen. Ja, genau. Und heute Nacht läuft sowas wieder. Am Essenweg. Hä? Ja, genau, in der alten Fabrik für... Farben und Lacke. Die Firma Hausner. Du, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, kann ich auch wieder ins Finanzamt gehen. Ich habe mir extra 2 Tage freigenommen. Aber es scheint ja für den Müll zu sein. Ecki, jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Natürlich brauche ich dich. Vielleicht ist ja Wanetzki hinter diese Nebenjobs gekommen und will das an die große Glocke hängen. Vielleicht ist ja Klaschka der Mörder und du bist an ihm dran. Na, sag ich doch. Oh Mann, die Spinner. Oh, du, ich muss zur Schicht. Der Müll ruft. Bah. Danke. Alex, bist heute nicht ganz bei der Sache, hm? Buchhaltung wartet. Sag mal, was ist denn? Sag mal, könnte es sein, dass unsere Firma, also... Was denn? Transparenz ist unsere Priorität. Spuck's aus. Dass es in unserer Firma schwarze Schafe gibt, die auf eigene Rechnung arbeiten? Was meinst du genau? Mitarbeiter, die auf eigene Rechnung Abfall entsorgen. Und das natürlich nicht dem Standard entsprechend. Und hast du einen Verdacht? Ich auch. Schon länger, ehrlich gesagt. Danke, dass du deine Bedenken mit mir teilst. Ich wollte zu dir, Georg. Ich fühlte mich plötzlich so verlassen. So kalt. Das ist der Schmerz. Weil Thomas nicht mehr da ist, sondern in der anderen Welt. Elena, warum haben Sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich sag immer die Wahrheit. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie Millionenerbin sind. Sie haben mir auch nicht gesagt, dass Sie eine Schwester haben. Millionenerbin? Unsinn. Hast du herumgeschnüffelt? Das ist mein Job. Ihr Vater, dieser Kapitalisten-Zombie, hat sie schon vor Jahren enterbt. Als Elena angefangen hat, ihren eigenen authentischen Weg zu gehen. Ach, ich hätte auch von selbst verzichtet. Er soll sein Geld behalten, er und Olivia. Sollen sie damit glücklich werden? Mhm. Geld stinkt. Ihr Mann... Ex-Mann. Ihr Ex-Mann hat erwähnt, dass er einer Schweinerei auf der Spur ist und dass die Schweinerei mit ihrer Familie zu tun hat. Jetzt erfahre ich, dass sie aus einer Fabrikantenfamilie stammen, deren Fabriken still liegen. Was soll ich da denken? Dass der militärisch-industrielle Komplex im liberalen Zeitalter... Jetzt halt doch endlich mal die Klappe, Mann. Ich weiß nicht. Was denkst du denn? Ich denke, dass der Tod ihres Ex-Mannes etwas mit der Familie zu tun hat. Nicht mit der Firma, sondern mit ihrem Vater und ihrer Schwester. Aber ich habe doch mit Papa und mit Olivia überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe mich doch schon lange verstoßen. Er hasst mich doch. Alles wird gut. Um. Und Ecki?
Alles klar mit heute Abend? Na, sicher. Schon seltsam, dass die Wohnung, in der der Ex-Mann ihrer Schwester tot aufgefunden wurde, Ihnen gehört. Nicht mir, sondern meinem Vater. Der hat über die Jahre ziemlich viele Immobilien gekauft. Mir gehört hier gar nichts. Das klären wir alles auf dem Revier. Auch Ihr Alibi. Sehr gerne. Lächerlich. Yachthafen Greven. Wenn die Papiere hier sind, ist das Boot auch nicht weit. Unsere Fachleute haben errechnet, dass Thomas Warnecki genau aus dieser Wohnung in die Tiefe gestürzt ist oder wurde. Diese Wohnung gehört Ihnen. Wie oft soll ich das noch sagen? Nicht mir, sondern meinem Vater. Für den Sie unter anderem die Finanzgeschäfte erledigen. Nur die Firmengeschäfte, ja. Da lässt er mir auch freie Hand. Alles andere, Immobilien und so weiter, wird extern verwaltet. Die Hausverwaltung hat angegeben, dass dieses schicke Luxusapartment nie vermietet wurde. Also hat es doch ganz offensichtlich der Eigentümer genutzt. Wie Sie wissen, wohnt mein Vater mit mir unter einem Dach. Und wenn er nicht da ist, dann schippert er mit seiner Yacht durch die Welt. So wie im Moment auch. Was mit diesem Apartment ist, weiß ich nicht. Vielleicht stand es einfach nur leer. Sie wollen mir also weismachen, dass Sie keine Ahnung haben, wie Thomas Warnecki, der zufälligerweise Ihr Schwager ist, in Ihre Eigentumswohnung gekommen ist, mit wem er sich dort getroffen hat? Kein Sieger glaubt an den Zufall. Was? Hä? Sagte schon Nietzsche. Und Sie wissen auch nicht, warum Ihr Schwager die Wohnung so, sagen wir mal, überstürzt verlassen musste? So ist es. Jetzt sage ich Ihnen mal, wie ich das sehe. In Ihrer Fabrik, die seit Jahren nur noch ein Trümmerhaufen ist, wird schmutziges Geld gewaschen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Isabel Meinecke und ihre saubere Münstermüllfirma damit drinsteckt. Gesteuert von... Es ist gut jetzt, Overbeck. Nein! Es ist nicht gut! Sehen Sie denn nicht, dass die Fäden, nach denen wir greifen, ganz woanders zusammenlaufen? Sehen Sie denn den globalen Zusammenhang nicht? Kommen wir zu Ihrem Alibi. Wo waren Sie denn vorgestern Nacht zwischen 1 und 3? Im Bett. Ich habe geschlafen. Ich muss doch was für dich tun, wenn du schon so viel für mich unterwegs bist. Micha wollte das gerade vorstreichen. Aha. Haben wir irgendwas rausgefunden über Thomas Tod? Leider nicht. Insofern können Sie mit Ihrer Bezahlung aufhören. Ich habe keinen Erfolg. Ich war bei Ihrer Schwester. Die kann mir gestohlen bleiben. Ihr Vater auch? Ach, sehr. Vor 10 Jahren hat er mich aus dem Haus geworfen und seitdem wollte er nichts mehr mit mir zu tun haben. Sind Sie sich da sicher? Ist das sein Boot? Ja. Hat er sich vor 4 Jahren gekauft, zu seinem 70. Seitdem scheint er damit mehr unterwegs zu sein, als sich um seine Firma zu kümmern. Die hat er ihrer Schwester überlassen. War nicht seine beste Idee. Er hat das Boot nach mir benannt. Ja. Hast du Papa gesprochen? Er ist immer noch unterwegs. Ohne Kontakt, sagt ihre Schwester. Psst, Bonzenvergnügen. Red nicht so, Michael.
Hey, ist ja klar. Vater bleibt Vater. Ihr Vater liebt sie immer noch. Sehr. Vielleicht ist er auch gar nicht so weit weg. Wie meinen Sie das? Ich könnte mich ja mal auf die Suche nach ihm machen. Ja. Was soll ich ihm denn sagen? Ja, die volle Breitseite. Sag ihm, dass du alles weißt. Dass du dir das nicht mehr länger mit ansiehst. Ja, und dann? Und dann Abmahnung, Kündigung, Klage. Wenn Klaschka wirklich seine eigenen Jobs durchzieht, dann kommt er ins Gefängnis. Und wer weiß, vielleicht hat er seinen Kollegen Wanetzki auch auf dem Gewissen. Da hast du recht. Also Abmahnung, Kündigung, Gefängnis. Und wenn du dich irrst, vielleicht hat Klaschka mit dem Ganzen ja nichts zu tun. Ja, dann hast du dich geirrt. Du bist die Chefin. Auch Chefinnen irren sich mal. Sorry, Klaschka, weitermachen. So läuft das. Okay, so läuft das. Gut, noch wieder jetzt. Okay. Und denke dran, du willst ihn treffen. Mhm. Wir müssen ihm in die Augen sehen. In die Augen. Alles klar. Warte. Chefin, was läuft? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Okay, wie Sie meinen. Bei Ihnen im Büro? Okay, im Brummi. Ich werde da sein, Nachtschicht. Ärger mit der Chefin? Nichts, worum du dich kümmern brauchst. Die Chefin habe ich im Griff. Dass ich das noch erleben darf. Versprochen ist versprochen. Ich habe doch gesagt, ich lade dich zum Essen ein. Hätte sich ein bisschen schicker anziehen können. Na, ist mehr so eine rustikale Lokalität. So, so. Wo geht's denn hin? Zum Yachthafen. Aha. Nach Greven. Und du? Hm? Fischbrötchen oder Tretboot fahren? Tja. Gleich. Oder hast du etwa einen Koch auf eins der Boote bestellt? Ich glaube, das mag ich gar nicht glauben. Ja, so ähnlich. Ach, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Anna, es geht hier nie um mich. Du brauchst nur einen Chauffeur. Ach, Anna. Wag es und komm mir nach. Suchen Sie was? Sind Sie hier der... Ja, bin ich, der Chef, Hafenmeister. Und Sie sind? Kramer. Mein Name ist Kramer vom Münstermorgen. Ich soll ein Interview machen mit Herrn Hausner. Nee, der ist aber nicht hier. Fragen Sie mal schön bei ihm zu Hause. Da sagen Sie mir, der ist auf einer Reise im Mittelmeer. Piräus, Casablanca. Sieht das hier aus wie Casablanca? Meine Recherchen haben ergeben, dass er schon längst wieder zurück ist. Seit wann denn genau? Der alte Hausner ist seit 2 Wochen wieder zurück. Oh. Braun gebrannt wie eine Kokosnuss. Er wollte so schnell wie möglich nach Hause. So schnell wie möglich? Seitdem war er nicht mehr hier? Keine Ahnung. Elena. Ist ein schöner Name. Ja. Hat er nach seiner Lieblingstochter benannt. Hat er mir mal erzählt. Ich müsste jetzt so schnell wie möglich zurück nach Münster. Wie mache ich denn das am besten? Schwimmen? Oder 2,5 Stunden zu Fuß? Danke. Glückstag heute. Danke, Anna.
bitte. Die Patin und ihr Konziliere. Auf zu neuen Geschäften. Isst du eigentlich nichts? Mir wäre Currywurst lieber gewesen. Also, willst du mich jetzt freundlicherweise darüber aufklären, was du eigentlich am Hafen wolltest? Elena Hausner soll um ihr Erbe betrogen werden. Die durchgeknallte Müllsammlerin? Aber die will doch gar kein Geld. Sie hasst das Geld, aber sie liebt ihren Vater. Und sie glaubt, dass ihr Vater sie hasst. Wenn sie allerdings erfährt, dass sie immer noch seine Lieblingstochter ist... Dann könnte sie das Erbe annehmen und womöglich spenden? Genau. Und Elenas Schwester Olivia will dieses Risiko nicht eingehen und das Erbe für sich behalten. Sie braucht das Geld dringend. Ihr Betrieb steht kurz vor der Pleite. Manu. Halbe Million Steuerschulden. Na, das muss man schaffen. Ja. Woher hast du den Wisch? Anna. Alles klar. So, und wie passt jetzt da Wanetzki rein? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht ist ja Olivia bei ihrer Intrige gegen Elena auf die Spur gekommen. Und Olivia hat ihn aus dem Fenster geschubst? Ja, oder ein Helfer. Klaschka zum Beispiel. Ihr spezieller Müllentsorger. Oh, komm, Georg. Das mit dem Erbe macht doch nur Sinn, wenn der Alte sterbenskrank wäre. Oder tot. Hast du heute Nacht schon was vor? Oder mache ich selbst? Was? Beruhig dich erstmal. Was ist los? Nein, nein. Alles läuft. Lass dich nicht verrückt machen. Heute Nacht wird aufgeräumt und dann kann uns keiner mehr. Nein. Du machst erstmal gar nichts. Du hast schon genug Mist gebaut. Überlass alles mir. Alles läuft. Klar? Der überhaupt kommt? Der kommt. Ich sag's dir, ich hab's so satt mit diesen Leuten. Die machen, was sie wollen. Umbringen könnte ich einige. Naja, vielleicht bin ich nicht die Richtige für diesen Job. Zu weich. Erst dieser schreckliche Wanetzki, also der schreckliche Tod von Wanetzki. Gegen Klaschka und seine Leute komme ich einfach nicht an. Ach komm, Isabel, was ist denn das für eine Haltung? Hm? Ich steig aus. Und dann was? Wirst du Prinzessin? Wäre Plan B, ja? Er kommt. Ich werde draußen mit ihm reden. Was? Warum denn? Du hast die Kneipe hier ausgesucht. Ja, aber das war ein Fehler. Schau dich mal um. Er ist hier der King. Ach so, ja gut, aber ich komme mit dir. Mhm. Mach's mir ein Bierchen am Tisch von den beiden Tauben, ne? Oh boy. Hallo. So, da bin ich. Schönen guten Abend, die Damen. Luca Brasi. Lassen Sie uns draußen über die Sache sprechen, Herr Klaschka. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie, zählt das hier eigentlich zu meiner Arbeitszeit? Weil eigentlich habe ich Feierabend. Das kommt ganz drauf an. Wenn Sie keine guten Antworten auf unsere Fragen haben, haben Sie ab morgen ganz viel Feierabend. Ach ja? Also mit Ihnen rede ich, aber nicht mit der neuen Paragraphentante hier. Nur mit Ihnen. Lass. Ich schaff das schon. Na gut, dann lassen Sie uns rausgehen. Zahlen bitte! Sie waren mal eine ehrenwerte Anwältin. Und jetzt unterstützen Sie die organisierte Kriminalität. Na sauber. Hä? Sie wissen genau, wovon ich spreche. Tief enttäuscht von Ihnen. Tief enttäuscht. Oh, Weg, nerven Sie nicht rum. 28. Mhm.
Hier ist Endstation für La Familia. Waffe runter! Okay. Ich nehme sie jetzt trotzdem beide mit zum Friseur. Deine Hilfe. Alex? Frisch gestrichen. Oh. Renovierst du? So eine Art Schuldendienst. Was gibt's? Ich muss mal vertraulich mit dir sprechen. Geht's um deine neue Firma, Münstermüll? Ja, irgendwie schon. Aber Isabel hat nichts mit der Schweinerei zu tun. Ich will die Firma auch nicht reinreiten. Redest du von Klaschkas illegalen Jobs? Woher weißt denn du schon wieder davon? Ecke ist dran. Heute Nacht wissen wir noch mehr. Was sagt eigentlich Anna dazu? Wozu? Dass wir Amateure uns mal wieder einmischen? Ja. Apropos Amateure, hast du irgendwas von Overbeck gehört? Nö. Wieso? Ja, es war irgendwie komisch. Plötzlich waren Isabel und Overbeck wie vom Erdboden verschluckt. Overbeck musst dir keine Sorgen machen. Unkraut vergeht nicht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir das erklären können. Entweder töte ich dich, oder ich töte dich auf eine andere Art. Oh Gott. Nein. Nein. Es ist, wie es ist. Wir müssen jetzt mit der Situation umgehen. Bitte, bitte. Danke, Isabel. Bitte verschonen Sie mich. Sagen Sie, ist sie nicht gut? Für mich. Das fragst du aber früh für jemanden, der gesessen hat. Ja, wegen Körperverletzung. Nicht wegen Raub oder so. Für dich 500. Aha. Okay. Und für dich? Mehr. Wohin überhaupt mit dem Scheiß? Ist das alte Sandwerk an der Autobahn? Ja, klar. Hast du schon oft was verbuddelt? Oft ist gar kein Ausdruck. Aber da wird die nächsten 100 Jahre nicht gebaut. Was da verbuddelt ist, das bleibt weg. Nimm die Funzel mit. Und was ist da drin? Wer will das schon so genau wissen?
Was ist los jetzt? Ran! Die Kunde will, dass der Laden morgen früh blitzeblank ist. Micha, ich habe alles falsch gemacht. Ich muss mich mit Papa versöhnen. Willst du jetzt nicht bei diesem Industriebonzen um Verzeihung betteln? Er ist mein Vater. Ja, das war er doch vorher auch. Aber du hast dich von ihm abgewendet. Ich weiß nicht. Meine Schwester hat schon immer versucht, mich bei ihm madig zu machen. Aber guck dir das Foto an. Er liebt mich noch immer. Ich werde mich mit ihm versöhnen. Die Stahlfässer da hinten auch? Logisch, alles. Mann, sind die schwer, was ist denn da drin? Das kriegen wir ja nicht mal zu zweit weg. Warte auf mich, nicht kippen! Alter, ich hab doch gesagt, nicht kippen, du Idiot! Ist das dein Job, ja? Leichen entsorgen? Mordopfer? Hast du auf Anetzky umgebracht? Ich wusste doch, dass du ein falscher Hund bist. Und du? Bist ein Mörder? Schwachsinn, Mann. Damit habe ich nichts zu tun. An mir ist egal, was in den Fässern ist. Job ist Job und ich mache meinen Job. Lass es, Klaschka. Meine Leute sind schon lange hier. Ah ja? Wo sind sie denn, deine Leute, hä? Hier. Hallo, Herr Klaschka. Der Professor? Wer ist denn das überhaupt? Der alte Herr Hausner. Der Vater von Olivia und Elena. Ich habe mit der Leiche nichts zu tun. Hey, ich sollte nur Sondermüll wegräumen. Nimm so eine Art von Sondermüll. Na, die Hausner hat das so angeordnet. Aber so war das nicht abgemacht. Von dem da wusste ich nichts. Hey, von dem da wusste ich nichts. Tut mir leid. Ich musste das tun. Sie haben hyperventiliert. Danke. Hoffentlich holt uns bald jemand hier raus. Dieser Gestank. Widerlich. Frau Meinecke. Hm? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe gedacht. Ja? Ich habe Sie für... Ja? Ich habe Sie für eine Kriminelle gehalten. Für die Chefin eines Syndikats oder so. Mich? Oh Gott, Sie sind ja süß. Ja, aber jetzt faselt sie die ganze Zeit was von Papa hat mich geliebt und so weiter. Wir müssen jetzt den letzten Schritt machen. Sonst ist das Erbe weg und wir haben gar nichts mehr. Wir müssen sie loswerden. Du hast ein Handy? Ja, ich weiß ja. Wart auf mich. Ich bin gleich bei euch. Macht das nicht, ich bin gleich da. Klaschka konnte ihren Müll nicht entsorgen, Frau Hausner. Das hat nicht geklappt. Dafür haben wir einen alten Mann im Fass gefunden. Tot. Ihren Vater, Frau Hausner. Sie haben Ihren Vater umgebracht. Nein. Er hat einen Herzinfarkt an dem Tag, als er wiedergekommen ist. Hier in der Villa. Weil er sich so aufgeregt hat. Worüber hat er sich denn so aufgeregt? Über die Situation seiner Firma. Ja. Und dann lag der da so... Tot?
Ja. Aber er durfte nicht tot sein, deswegen haben sie versucht, ihn heimlich zu entsorgen, damit jeder glaubt, er sei im Mittelmeer verschollen. Außerdem hatten sie Angst, dass ihre Schwester als Alleinerbe im Testament auftaucht, seine Lieblingstochter. Und somit hatten sie weiterhin Zugriff auf die Konten. Ja, aber es war nicht meine Idee. Ach, nein? Es war Klaschkas Idee. Klaschka ist ihr Komplize. Klaschka, der Müllmann? Ja. Nein, es war Michas Idee. Micha? Dieser weichgespielte Obersofti? Ja, aber jetzt dreht er total durch. Der will... Elena. Gott, ich hasse dich. Ich hab dich immer gehasst. Ökoterroristin, ich hasse diesen ganzen Scheiß hier. Ich liebe deine Schwester. Ja. Die hat Format und Eleganz. Ich habe in ihrem geilen Apartment gewohnt, um mich von den scheißkalten Nächten hier aufzuwärmen. Leider hat mich dein Ex-Mann dann irgendwann mal überrascht. Als ich den Müll runtergebracht habe, dann hat er weiter rumgeschnüffelt und herausgefunden, dass dein Vater schon seit 2 Wochen tot ist. Hier wohnst du, wenn du bei Elena nicht den asketischen Guru spielst. Hier. Hier vögelst du ihre reiche Schwester. Was beruhigt dich? Ich weiß, dass Elenas Vater tot ist. Ich habe mich umgeschaut im Schuppen der Fabrik. Ihr seid ein Monster. Und du bist der allerletzte Dreck, weißt du das? Müll bist du. Ich werde dafür sorgen, dass du... Bang. Persönlich. Es geht einfach ums Geld. Olivia und ich wollen einfach das, was uns zusteht. Wir haben uns um alles gekümmert. Um die Firma. Wir haben gekämpft. Und jetzt sollst du alles erben. Weißt du, eine gute Sache hat es, dass ich mich bei dir eingenistet habe. Ich kann deine Schrift nachmachen. Wir hatten einen herzzerreißenden Abschiedsbrief. Die Ungerechtigkeit der Welt, die Habgier, der Konsum haben dich dazu getrieben. Ist ganz gut, oder? Okay. Noch ein letztes Wort. Wir sind nicht allein. Nee, ist klar. Die Geister und das Universum und so. Das Universum schlägt zurück. Knast. Geht's wieder? Einmal kräftig kotzen und ich bin wieder wie neu. Das mit Micha macht mich viel mehr fertig. Dem ging's nur um das Geld ihres Vaters. Alles andere war ihm egal. Wie konnte ich ihm nur vertrauen? Ich habe 2 Jahre lang alles mit ihm geteilt. Ich habe ihn geliebt. Ein Vampir. Menschenkenntnis ist nicht gerade ihre Stärke. Was ist mit Olivia?
kommt in Untersuchungshaft. Betrug mit der bankrotten Firma, verheimlicht den Tod ihres Vaters, vertuscht den Mord an ihrem Ex. Kommt einiges zusammen. Aber immerhin hat sie niemanden umgebracht. Ich glaube, sie bereut das Ganze. Für die Gerüche von gestern Nacht. Wo geht's denn hin? Ach, Capri, Ischia, Napoli. Mi dispiace, Don Virgilio. Einer meiner Männer ist aufgeflogen. Er ist im Gefängnis. Io ora devo stare attenta. Se vogliamo che il lavoro funzioni nei prossimi anni. Certo, Isabella, certo. Komm mal fa. Münster ist keine gute Geschäftsort mehr für uns. Versuchen wir Bielefeld.